Es war eines der gigantischsten Bauvorhaben der Menschheitsgeschichte. Bombensichere Produktionsstätten für das Dritte Reich. Sogenannte Wunderwaffen sollten Tod und Verderben über die Feinde bringen, riesige unterirdische Fabriken den Nachschub für die Wehrmacht liefern. Rüstungsminister Speer hatte das monströse Vorhaben für seinen Führer begonnen. Die Reste des Mammutprojekts dürfen heute nur von wenigen betreten werden. Hunderte Millionen Reichsmark wurden aufgewendet, um ganze Berge zu unterhöhlen. Fertigungsanlagen für kriegswichtige Rüstungsgüter sollten in kilometerlangen Stollensystemen installiert werden. Hunderttausende Sklavenarbeiter mussten das Werk für die Nazis vollbringen. Wie viele dabei ihr Leben ließen, ist ungewiss. Bis zum letzten Tag des Krieges wurde fieberhaft in den Tunneln gearbeitet. Doch wie nah waren die Nazis dran am Erfolg des wahnwitzigen Projekts? Was wäre gewesen, wenn die Rüstungsproduktion unter Tage auf vollen Touren gelaufen wäre? Hätte Hitlers Vernichtungskrieg noch Millionen weiterer Opfer gefordert? Ein Berghang unweit der bayerischen Gemeinde Oberammergau. Vor den Blicken Neugieriger verborgen liegt hier eines der mysteriösen Stollensysteme, das von den Nazis angelegt wurde. Der einzige Zugang ist mit einer Betonblombe verschlossen. Nur der bergtechnische Sachverständige des Bundes darf sie öffnen. Denn alle paar Jahre muss er drinnen nach dem Rechten sehen. Für etwa 20 unterirdische Tunnelsysteme in Süd- und Ostdeutschland ist Heinz Rabe zuständig. Er muss prüfen, ob die Sicherheit der Anlagen noch gewährleistet ist, mit deren Bau vor 60 Jahren begonnen wurde. Nach Kriegsende hatten die Amerikaner auch hier in Oberammergau alles durchsucht. Seitdem stehen die Stollen leer. Die Holzverkleidungen sind morsch. Steine können jederzeit aus der Decke brechen. Die Anlage gehörte der Messerschmitt AG während des Krieges und diente als bombensichere Fertigung und Entwicklungsstelle für den Flugzeugbau. Den Plänen nach gab es hier drei oder sogar vier Zugänge in die Anlage. Einen haben wir jetzt wieder geöffnet, die restlichen wurden bei Kriegsende zugesprengt. Und es sind hier zwei hangparallele Stollen von ungefähr 80, 90 Meter Länge, die durch Querstollen verbunden sind, die dann als Fertigungs- und bombensichere Produktionsstätten dienten. »340 Baustellen waren den Alliierten schon vor Kriegsende bekannt. Im Dritten Reich hatten über 400 Anlagen bereits Decknamen erhalten. Von etwa 800 ist in den Planungen des Rüstungsministeriums die Rede. Lange Zeit hatte die Naziführung gezögert, den Ausbau unterirdischer Fabriken zu beginnen. Erst als im Sommer 1943 alliierte Bomberstaffeln immer erfolgreicher über Deutschland operierten, gab Hitlers Rüstungsminister Albert Speer den Befehl, die Waffenproduktion systematisch unter Tage zu verlegen. Zunächst sträubte sich die Industrie gegen die Verlagerung, obwohl die horrenden Kosten vom Reich übernommen wurden. Zu unausgereift schienen die Pläne, zu chaotisch die Durchführung. Zunächst ließen die Nazis vor allem bestehende Bergwerke ausbauen. Am Ufer des Neckar wurde Ende 1943 eines der ersten Projekte durchgeführt, Deckname Neustadt. 120 Meter tief unter Weinberghängen liegt hier bis heute ein riesiges unterirdisches Stollensystem verborgen. In Neckarzimmern wurde schon vor über 150 Jahren Gips abgebaut.
Im Ersten Weltkrieg war in den Stollen eine Sprengstofffabrik untergebracht. Ab 1937 wurde dort Munition gelagert. Ob die Latrinen der Arbeiter noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen, ist unklar. Denn das Tunnelsystem gehört zu den wenigen, die immer noch benutzt werden. Die Eisentür führt in eine unterirdische Stadt. Den Berg durchzieht ein 34 Kilometer langes, befahrbares Straßennetz. Auf 130.000 Quadratmetern sollte hier eine gigantische Waffenschmiede entstehen und wurde im Frühjahr 1944 sogar teilweise in Betrieb genommen. Heute erstreckt sich die Anlage auf einer Gesamtfläche von 170.000 Quadratmetern. Seit Jahrzehnten sind in Neckarzimmern Einheiten der Bundeswehr stationiert. Während des Zweiten Weltkrieges wurden hier zwei Produktionsstätten ausgelagert. Einmal Munitionsverpackungsmittel einer nahegelegenen Munitionsfabrik und darüber hinaus eine Kugellagerherstellung aus einer Fabrik, die ursprünglich in Schweinfurt angesiedelt war. Als begonnen wurde, 1957 diese Anlage auszubauen, befanden wir uns in einer politischen Situation des Kalten Krieges, wo aufgrund der möglichen Konfrontation hier Einrichtungen gesucht wurden, die zum Beispiel auch atombombensicher sind. Und dort eben Lagerung von Hochwertteilen und entsprechende Instandsetzungsarbeiten weitergeführt werden können, auch unter den verschärften Bedingungen eines hier stattfindenden Krieges. 720 Menschen arbeiten hier unter Tage und sorgen für den Nachschub von Waffen und Ersatzteilen. €1,6 Millionen lässt sich das Bundesverteidigungsministerium den Unterhalt der Anlage jährlich kosten. Heute geht es darum, hier diebstahlgefährdetes Material, besonders schutzwürdiges Material in dieser Untertageanlage zu lagern und instand zu setzen. Und der große Vorteil, wenn ich das noch anfügen darf, ist, dass wir hier besondere klimatische Bedingungen haben, nämlich eine konstante Lufttemperatur, konstante Luftfeuchte, sodass wir also einen sehr geringen Aufwand in dem Bereich Konservierung und Verpackung haben. Darüber hinaus ist die Anlage mit einigen wenigen Zu- und Abgängen und Frischluftstollen auch sehr einfach zu schützen, sodass also auch der Bewachungsaufwand für diese sehr großdimensionierte Anlage vergleichsweise gering ist. Wo heute Material für die deutschen Friedensmissionen im Kosovo und in Afghanistan lagert, sollten vor 60 Jahren kriegswichtige Rüstungsgüter produziert werden. Mindestens 50 Millionen Reichsmark sollte der Ausbau kosten. Knapp die Hälfte wurde bis Kriegsende fertig. Vor allem die Kugellagerfabriken in Schweinfurt waren das Ziel alliierter Bomberstaffeln. Trotz schwerer Verluste gelang es den Amerikanern, die Fabriken in Schutt und Asche zu legen. Das Ziel aber, den Nachschub für Hitlers Wehrmacht lahmzulegen, wurde zunächst nicht erreicht. Bis zu 80% der kriegswichtigen Schlüsselindustrien sollten unter Tage verlegt werden. Neben den Kugellagerfabriken waren es Produktionsstätten für Flugzeugmotoren sowie Treibstofflager und das geheime Raketenprogramm der SS. Nur etwa 20% wurden in Betrieb genommen. Anlagen, die als kriegsentscheidend galten, waren besonders gut getarnt, um sie den Blicken alliierter Aufklärungsflugzeuge zu entziehen. So wurden die riesigen Treibstoffvorräte Nazi-Deutschlands schon ab Mitte der 30er Jahre unterirdisch eingebunkert. In der Nähe von Bremen ist ein solches Lager auch über 60 Jahre später noch in Betrieb. Regelmäßig müssen die staatseigenen Anlagen gewartet werden. Nur geschultes Personal darf in die Tanks hinabsteigen. ¥4.000 Kubikmeter Treibstoff fassen die riesigen Behälter aus 12 mm starkem Schiffbaustahl, umhüllt von 1 Meter dickem Beton.
80 Stück sind es insgesamt. Überall im Dritten Reich wurden die Bauarbeiten unter Tage mit Hochdruck vorangetrieben. Die Absicht der Feinde, durch planmäßigen und massierten Bombenwurf die deutsche Rüstung zu zerschlagen, ist gescheitert. Rechtzeitig und mit deutscher Gründlichkeit wurden kriegsentscheidende Fertigungen unter die Erde verlagert. Waffen, Hände, Herzen heißt dieser Propagandastreifen, der einige der seltenen Filmaufnahmen enthält, die die unterirdischen Baustellen zeigen. Gedreht wurden die Szenen im thüringischen Kahla, wo eine Flugzeugfabrik entstehen sollte. Deckname Lachs. Vor allem ausländische Zwangsarbeiter mussten in den Stollen die Drecksarbeit verrichten, unter unmenschlichen Bedingungen. Den ersten Tag sind wir eingeteilt. Am ersten Tag wurden wir eingeteilt. Ein deutscher Offizier hielt eine Ansprache und sagte zu uns: Ihr werdet arbeiten, bis ihr tot umfallt. In den Stollen mussten drei Leute mit der Bohrmaschine Löcher bohren, drei schaufelten und einer brachte die gefüllten Loren nach draußen. Von einem Gerüst aus wurden 2,5 bis 3 Meter tiefe Löcher in die Decke gebohrt und mit Dynamit gefüllt. Dann explodierte alles und sofort danach mussten wir weiterarbeiten und schaufeln. Vor lauter Staub und Gasen konnten wir einander nicht sehen. Doch es gab keine Gnade. Wir mussten weitermachen. Nach 12 Stunden im Berg bekamen 10.000 Sklavenarbeiter eine kärgliche Essensration. Anfang Februar 1945 wurden sogar 14- bis 16-jährige Schüler nach Kahla abkommandiert, um bei den Bauarbeiten zu helfen. Das technische Konzept war sicher ein rational durchdachtes und im Hinblick auf die Luftherrschaft der Alliierten über Deutschland unabweisbar. Die Methoden waren natürlich die des hellen Wahnsinns. Die Maschine, die ungebremst unter Dampf gehalten wurde, obwohl sie absehbar dem Abgrund, nämlich dem Ende des tausendjährigen Reiches, zuraste. Und die Unmenschlichkeiten, die dann vollzogen wurden, noch kann man eigentlich als normal denkender und fühlender Mensch nicht mehr nachvollziehen. Die deutsche Führung verkündete: Der deutsche Himmel muss und wird wieder freigekämpft werden. Unsere Erfinder und Konstrukteure werden der Masse der feindlichen Terrorbomber Flugzeuge entgegenwerfen, die in Abwehr und Angriff unbedingt siegen werden. Eine der geheimsten Neuentwicklungen der Luftwaffe wurde in Kahla gebaut, der Düsenjäger Me-262. Die erste Maschine war Mitte Februar 1945 startbereit. Das Flugzeug sah aus wie ein Fisch. Es war sehr modern gebaut, sehr schlank und wohl sehr schnell. Wir hatten Gerüchte aufgeschnappt, dass hier jeden Monat 1200 Flugzeuge gebaut werden sollten. Das konnten wir einfach nicht glauben. Aber es spielte sich vor unseren Augen ab. Wir hatten große Angst davor, denn uns war klar, wenn der Krieg noch länger dauert, werden wir nicht überleben. Als der Urlaub noch lang dauerte, dass es uns abgelaufen war. 1945 macht die US Air Force bei Kahla diese Luftaufnahmen. Deutlich erkennbar sind die verbunkerten Zugänge und ein Lastenaufzug an der Seite des Berges. Innen wollte man eine Gesamtstrecke von 30 Kilometern ausbauen. Bei Kriegsende war knapp die Hälfte in den Fels gesprengt. Die nicht mehr ausgebauten Stollen führten in das eigentliche Herzstück der Anlage. 4 riesige unterirdische Hallen, wo auf 27.000 Quadratmetern gearbeitet werden sollte. Wir sind hier in einer der großen Hallen, die für die Endfertigung der Strahlflugzeuge, also der Me-262, vorgesehen waren. Hier konnte das Flugzeug komplett zusammengebaut werden und dann
in diesem großen Stollenquerschnitt bis nach Übertage transportiert werden, von wo es dann auf den Berg hochgezogen wurde mittels eines Aufzugs und dann starten konnte. Auf dem völlig unterhüllten Bergrücken hatten die Deutschen offenbar eigens eine Startbahn angelegt. Die Serienproduktion der Düsenjäger war nur eine Frage der Zeit. Doch nur wenige sind hier noch gestartet. Ich erinnere mich noch an zwei Starts der Me-262. Wir waren ja im Außenbereich, auch in Sichtweite des Schreckaufzuges, eingesetzt und konnten also sehen, was über Tage vor sich ging. Wir schauten alle in die Höhe und da zeigten einige schon den Horizont. Und dann sahen wir dieses eigenartig schnell fliegende Gerät. Und man konnte es schon als Wunderwaffenkategorie einstufen. Große Hoffnungen hatte die Naziführung auf den Einsatz der vielbeschworenen Wunderwaffe gesetzt. Doch letztlich konnten auch die hochmodernen Düsenjäger nichts gegen die Übermacht der alliierten Luftstreitmacht ausrichten. Trotzdem wurden bis zuletzt noch hunderttausende KZ-Häftlinge aus den Todeslagern im Osten ins Reich verbracht, um binnen weniger Monate neue Flugzeugfabriken zu errichten. Max Mannheimer kam im Februar 1945 aus Auschwitz nach Mühldorf am Inn. Wir wussten, dass da eine unterirdische Flugzeugfabrik gebaut werden soll. Und das war schon bekannt. Und es war auch bekannt, der Grund, weil eben die oberirdischen Rüstungsbetriebe alle bombardiert wurden. Dann hat man sich entschlossen, alles unter die Erde zu legen. Hier zum Beispiel sollten drei Stock unter der Erde, drei Stock über der Erde sein. Also es kam mir vor wie im alten Ägypten beim Pyramidenbau. Eine Menge Menschen hin und her gelaufen, angetrieben von Kapos. Denn es war ein Projekt, das sehr schnell fertiggestellt werden sollte. Auf 400 Meter Länge sollte die 5 Meter dicke Stahlbetonschale die Produktionshallen überwölben. Etwa 2000 Häftlinge kamen bei den Bauarbeiten ums Leben. Die Hauptarbeiten bestanden in Erdbewegungen, Eisentragen und Zementtragen. Das war eigentlich das schlimmste Kommando und es war gefürchtet. Damals berechneten die SS-Ärzte, dass ein Häftling, von dem man diese Leistung verlangt und diese Arbeit zu leisten hat, eine Lebenserwartung zwischen 60 und 80 Tagen hat. In einem Wald nordöstlich von Nürnberg, ein versteckter Tunneleingang, normalerweise von einer Betonwand verschlossen. Bergbauingenieure haben ihn eigens geöffnet, um Sicherungsarbeiten durchzuführen. Das Doggerwerk bei Hersbruck zählt zu den größten unterirdischen Anlagen, die von den Nazis gebaut wurden. Bis heute ist selbst in den umliegenden Ortschaften auf der Fränkischen Alb nicht bekannt, wie groß das mysteriöse Tunnelsystem im Berg wirklich ist. Die Stollen waren teilweise fertig ausbetoniert, doch offenbar wurden sie nie benutzt. Einmal im Jahr untersucht Heinz Rabe die Anlage. Besonders während des Winters stürzen immer wieder Stollen teilweise ein und müssen dann mit großem Aufwand verfüllt werden. Der bergtechnische Sachverständige weiß nur zu genau, wie gefährlich die Arbeit unter Tage ist. Vor allem in den Bereichen, die von den Nazis nicht mehr ausgebaut wurden, können jederzeit Steinblöcke herunterstürzen. Ja, hier kommen wir jetzt aus den gesicherten Stollenbereichen in die ungesicherten Stollen. Sie sehen, das ist alles im Sandstein ohne Sicherung. Und hier haben wir die größten Gefahren, dass Sandsteinpacken sich von der Firste, sagt der Bergmann, von der Decke lösen, nach unten fallen und dann Verbrüche hervorrufen, die bis nach über Tage gehen können. Von den Nazi-Behörden wurde die Anlage unter dem Decknamen Esche 1 geführt. Wir kommen jetzt hier in den Bereich des Streckenvortriebs. Hier sollte also dieser Stollen weiter vorgetrieben werden.
Wir sehen das daran, dass die Bohrlöcher, Sie sehen hier die schwarzen Punkte, für die Sprengung schon hergestellt worden sind. Und wenn man Glück hat, findet man auch noch neben dem Bohrgestänge, das noch drin steckt, das ist also das Original, findet man auch noch in den Bohrlöchern, hier haben wir eine, Sprengstoffpatronen. Also die Bohrlöcher waren schon geladen, es war also fertig zum Absprengen. Und es hörte von einem Tag zum anderen auf und man ließ alles stehen und liegen. Über 9000 Häftlinge aus dem KZ Flossenbürg wurden hier unter menschenunwürdigen Bedingungen zur Arbeit gezwungen, um die Stollen schnellstmöglich fertigzustellen. Etwa 3500 kamen dabei ums Leben. Von diesen vorgesehenen rund 100.000 Quadratmetern Grundfläche sind ungefähr 15.000 Quadratmeter fertig geworden. Die ganze Anlage hätte nach hier noch weiter geführt werden sollen. Man sieht das an diesen Streckenansätzen. Die Strecken liegen alle 20 Meter auseinander und sollten dann als Produktionsstätten dienen. Diese Anlage wurde begonnen im März 1944 und der Vortrieb wurde bis Mai 1945 durchgeführt. Und man hat ungefähr 7,5 Kilometer Strecken, Stollen aufgefahren. Ein Teil, ungefähr 10% der Stollen, auch schon betoniert. Und der Rest ist praktisch noch im Rohbau. Die Anlage sollte für die Motorenproduktion, für BMW-Motorenproduktion, für Flugzeuge hergerichtet werden, um die Produktion von Übertage in bombensichere Untertageräume zu verlegen. Eine 500.000 Kubikmeter Dogger-Sandstein brachen die Sklavenarbeiter aus dem Berg. Doch Flugzeugmotoren wurden hier nie gebaut. Auf Befehl der amerikanischen Besatzungsmacht hat man die Stolleneingänge nach dem Krieg vermauert. Die verlassene Anlage geriet in Vergessenheit. Ab und zu kommen ehemalige KZ-Häftlinge hierher, um ihrer ermordeten Kameraden zu gedenken. Vor allem von einer Waffengattung erhoffte sich die Nazi-Führung die entscheidende Wendung des Kriegsverlaufs. Im Propagandajargon des Dritten Reiches hieß sie V2, V für Vergeltung. Der Raketentechniker Wernher von Braun hatte in Peenemünde den neuartigen Flugkörper vom Typ A4 entwickelt und zur Produktionsreife gebracht. Mit der V2 wollte man vor allem Ziele in England zerstören und so die britische Zivilbevölkerung terrorisieren. Trotz vieler Fehlversuche, die V2 war ab Sommer 1944 einsatzbereit.